Wir sind ein feudales Reich. Wir sind gestorben und wir sind wieder auferstanden. Und damit herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings 3 mit Preußen. Und wir befinden uns in den Schlussjahren dieser Kampagne. Wir brauchen eigentlich nur noch... Ja, eigentlich nur noch Lothringen. Diese Provinzen hier. Und Köln halt noch, ne? Hier. So bis dorthin hier. Trier. Die zwei Provinzen brauchen wir noch. Und das wahrscheinlich auch noch mit. Da Luxemburg natürlich nicht mehr. Also die drei Provinzen brauchen wir noch. Und dann wären wir eigentlich fertig. Dann können wir das Deutsche Reich gründen, ganz offiziell. Aber bis dahin ist noch ein weiter Weg. Ich habe jetzt erstmal ein Weib geehelicht, ganz nebenbei. Ist ein Genie. Ich will gleich mal schwängern, die Alte hier kommen. Verführung. 75% nur. So, du musst mal bitte bei Politik unterstützen. Wir brauchen möglichst hohen Diplomatiewert, dass wir dann nachher auch schön teure Geschenke machen können. Während die jetzt hier eine Nebenlinie nach der anderen machen. Ach Gott, ey. So, eine Fraktion hat sich aufgelöst. Schon mal ganz gut. Ich denke auch generell, dass jetzt fraktionstechnisch das deutlich entspannter werden dürfte. Was reden wir denn mit ihr? Was bist du denn? Du bist maßvoll. Bist ein knauseriger Buchhalter. Sie ist treuherzig. Ihre Frömmigkeit. Kann ich über die Frömmigkeit reden? Eher nicht. Ihr nachsichtiges Wesen. Jawohl. Perfekt. Hat dir gefallen? Sollen wir die Fraktion gucken? Was ist denn dein Problem? Ah ne, er ist weg. Der andere ist weg. Er ist noch da. Das Hauptproblem ist eigentlich nur noch, dass hier wirklich ein paar Banausen mit dem falschen Glauben umhertuckern. Wobei jetzt hier, doch, der Vidismus, der vidilistische Glauben dann doch mit Abstand auch hier der größte ist. Sie ist direkt schwanger geworden. Natürlich der 17-Jährige schwängert die 16-Jährige innerhalb von ein paar Sekunden, wer jetzt erwartet. Und kein Interesse an dem Fest mal teilzunehmen, aber danke trotzdem. So, etwas Frommes aus den Heiligen Schriften, etwas Unterhaltsames. Ja, das funktioniert meistens übrigens, etwas Unterhaltsames. Warum auch immer. Bündnis mit ihm, meinetwegen, 1600 Mann sind 1600 Mann. Und irgendwas bauen, in Heidelberg kann man nochmal was upgraden. Ansonsten sind wir hier ziemlich durch. Ja, wir stecken immer noch in den Kinderschuhen des Frühmittelalters. Die durchschnittliche Entwicklung meiner Provinzen ist halt leider viel zu schlecht, ne? So. Jetzt habe ich sie nochmal beschlafen. Sie ist leider noch nicht mein Seelengefährte. Machen wir mal Liebesdinge mit ihr. Warte mal, wie hoch war die Erfolgschance? 40% bloß. Boah, sie mag mich eigentlich gar nicht. Miststück. Soziale Manipulation. 50 Diplomatie-Lebenswandererfahrung können wir erhalten. Und er hat noch 20 Meinung von mir dazu erhalten. Perfekt. So viel Glück muss man erstmal haben. Und wir haben eine Tochter. Okay, sie hat eh keine guten Werte, deswegen ist es nicht weiter schlimm. Aber wir haben schon mal unseren ersten Erben. Das passt schon mal. So, das Komplott erhält Güte oder es geht schief. Perfekt. Liebesdinge bringt uns ja Prestige ohne Ende. Und jeder sagt immer, Prestige ist so wichtig und Prestige bekommt man so wenig. Persönlich, meiner Meinung nach, ist das immer noch nicht korrekt. Man hat eigentlich immer genug Prestige. Ja, ich hatte mir das alles anders vorgestellt, ne? Ich hatte mir gehofft, dass das ein bisschen besser läuft mit der Erbfolge. Die fränkischen Populisten. Ach, verdammt. Ja, und ja, wie gesagt, ihm müssen wir ein Geschenk schicken nachher. Dafür brauche ich aber erstmal die 100% extra Meinung, dann können wir ihn konvertieren. Das sollte dann kein Problem mehr sein. Wie viele Mitglieder hat unsere Dynastie eigentlich? 307 nur noch. Es sind einige gestorben in letzter Zeit. Naja, das stimmt natürlich nicht. Ich lese es auch nicht mehr vor. Also da dürfte mir jetzt nicht böse sein, dass ich mir alles vorlese, was hier steht. Weil das ist immer das Gleiche, das brauche ich nicht mehr vorlesen. Ich denke, ihr wisst genauso gut in der Zwischenzeit wie ich, was da steht und was das für Sachen sind. So, wir beschlafen sie. Sie wird mein Seelengefährte. Das heißt, sie wird mir niemals fremd gehen. Warte mal, was? Die wollen meinen Hofarzt ermorden. Ich glaube, euch geht's zu gut, oder? Ich glaube, euch geht's zu gut. Ihr Haderlumpen. Ja, es wäre übrigens relativ schlecht, wenn wir jetzt schon einen Sohn hätten, ne?
Denn der wäre natürlich dann auch schon steinalt. Der stirbt dann am Ende sogar noch vor uns. Wir müssen dann gucken, dass wir sie später schwängern, wenn wir 40 sind oder so. Oder 30. Okay, Meinungszuwachs durch Geschenke, 100. Das können wir natürlich, wann können wir denn wechseln? 10,69 in 2 Jahren. Dann machen wir jetzt erstmal folgendes. Du kriegst ein Geschenk, bekehrst sein hässliches Weib mit. So, er hat käufliche Glückseligkeit. Hat scheinbar ein bisschen Anspannung erhalten, weil er den Glauben wechseln musste. So, damit müsste sich das hier auch gleich erledigt haben. Hier. Jawohl. Okay. Dann gucken wir mal. Es gibt noch ein paar Waldsensen hier in unserem Reich. Aber keine direkten mehr. Ey, natürlich er. Das dachte ich mir schon, dass er einer von denen ist. Er auch noch. Ein Geschenk schicken. Auch noch eine Bekehrung verlangen. Dass ich das immer alles machen muss. Ich soll das mal für mich machen, ey. So. Immer noch so kleine Flecken sind, ne? Kleiner Junge. Natürlich wehrt er sich. Das kleine Bike. 100! Als ob dieses kleine Bike schon so viel Geld... Als ob der schon weiß, was das überhaupt ist, Geld. Das kann er doch überhaupt nicht wissen. Mhm. Der Glaube hat gewechselt. War zu erwarten. Ich meine, bekomme ich das Geld in Teilen ja eh gleich wieder. Das ist der kleine Vorteil in der ganzen Geschichte. So, dann ist das nächste, was wir jetzt machen, uns irgendwie... Oh, ist ein Sohn. Da holen wir uns jetzt irgendwie, ja, Köln oder so. Ne? Müssen jetzt erst... Wobei, damit muss ich nicht anfangen. Stopp. Lass es sein, gehen wir dorthin. Weil das kann ich mir eh holen da drüben. Da habe ich ja einen Anspruch drauf, einen Dejure-Anspruch. Deswegen ist das gar nicht so weiter schlimm. Noch immer 4 Jahre. Und wir haben einen Sohn bekommen. Er ist natürlich jetzt erstmal unser Haupterbe. Oh mein Gott. OMG. Alter. Das ist unglaublich. Das ist 5 und 3 extra. Es wäre das perfekte Kind einfach. Es wäre einfach das perfekte Kind. Was willst du denn jetzt? Er hat auch wieder den falschen Glauben, ne? Diese ganzen Drecksbalgen mit ihrem falschen Glauben, ey, da kriege ich noch richtig AIDS. Was ist das hier eigentlich, Ansbach? Hier, was willst du? Hier, 44%, Bauernaufstand, den unterstützen wir natürlich gerne. So, 155, damit er auch wieder wechselt. Was ist das hier, Ansbach? Müsste sie eigentlich irgendwann mal wechseln. So, auch hier haben wir noch irgendwie teilweise den falschen Glauben. Ich denke, Geschenk schicken ist einfach billiger. Ich möchte nicht, dass mein Reich alles den gleichen Glauben hat. Ich möchte hier den Reihen... Hier alleine. Hier passt es aber eigentlich. Bei ihm nur nicht. Ah ja, 73%, erfreulicherweise. Oh, gut, er wird wahrscheinlich nicht annehmen. Machen wir erstmal ein kleines Geschenk. Was hier alles ist, Asatruisch. Gibt es eigentlich gar nicht mehr den Glauben. Das ist meine Grafschaft, ups. Ich glaube, da habe ich was durcheinander gebracht. Nein, hier! Ah! Aufs Falsche geklickt. Sag ich jetzt mal nichts zu. Sag jetzt einfach mal nichts zu. Lassen wir jetzt mal so stehen. Ach, da muss ich denen hier wahrscheinlich mal helfen, ne? Weil das sieht jetzt nicht so aus, ob die in der Lage sind, hier gegen diese Bauern zu gewinnen. Zwischenzeit habe ich 21.000 Mann. Na, es wird langsam wieder. Hat jetzt ein bisschen gedauert, wieder auf die Beine zu kommen. Aber wir sind jetzt in der Zwischenzeit dann doch auch wieder ziemlich stark. Genauso stark wie das Byzantinische Reich auf alle Fälle schon mal. Und der Rest ist hier alles jetzt zersplittert. Weil wenn dann die Kirgistaner irgendwann mal vorbeikommen, dann hätten wir eine Late-Game-Crisis. So, das war jetzt ein kurzer Krieg.
Und der Anspruch, wie gesagt, der läuft. Und was ist hier los? Oh, was ist hier passiert? Die haben sich unabhängig gemacht. Dann holen wir uns die mal kurz. Ah, das ist hier blöd, ne? Wer auch immer das ist. Westfalen? Oh, Westfalen möchte quasi für mich das eigentlich. Das ist aber nett. Das ist aber nett. Hä? Was machen sie denn jetzt? Jetzt haben sie die Armee abgezogen. Mann, jetzt dachte ich schon, ich könnte hier mich mal zurücklehnen und zuschauen, wie meine Untertanen für mich einen Krieg gewinnen. Aber wieder nix. Nix ist mal wieder. Doch wieder selber machen. Na, holen wir uns das kurz. So, wir holen uns einen Anspruch auf Arnsberg. Was wir jetzt hier da machen könnten. Total sinnbefrei ist, können dann um eine einzige Provinz Krieg führen. I hate it. Gehen wir hier bitte hin. Wir könnten so viele Leute einkerkern, ne? Was hat sie denn gemacht zum Beispiel? Sie ist ein Verbrecher. Die gesamte Familie verliert ihre Meinung. Da sollte man dann halt schon mal überlegen, ob es nicht dann einfach besser ist, mal, dass man das einfach ignoriert. Freund der Tiere. Wir werden ein Freund der Tiere. Ich immer, als Krabbe, als Großkönig des Preußischen Reiches, als Eroberer neuer Gebiete. Habt ihr wenigstens den richtigen Glauben, ihr Vögel? Schau nicht so böse. Nee, hat er nicht. Hier, kriegst ein Geschenk. Aber wenigstens, Hauptsache du nimmst den richtigen Glauben an. Das ist mir das Wichtigste. So. Was ist denn das hier? Hab ich doch alle verarschen, oder? Ja, da kommen die Bauern zurecht, kommen da die Bauern. Und den falschen Glauben hast du, dummer Junge. Den richtigen Glauben annehmen hier. Das sind wahrscheinlich auch noch Rebellen von mir, oder? Nee, einfach nur ein Ballerbauernaufstand. Da ist auch noch katholisch, das juckt mich aber nicht. Das ist nicht... Bitte was? Gerade überlegen, ob ich ihn einfach umbringen soll. Wird immerhin konvertiert dazu 100%. Hat der einfach das... Hallo? Mein Freund? Entschuldigen Sie, Ihre ganzen Vasallen haben den falschen Glauben. Super. Der wird Geld ohne Ende ausgeben, weil er nicht in der Lage ist, seine ganzen popligen Vasallen dazu bekehren, ey. Und das alles nur, weil ich einen richtigen, starken Glauben haben will. Ah, Bekehrung. Ja, warte, warum nimmt er das so hoch an? Bis zu einer hohen Wahrscheinlichkeit? Er auch? Aha. Ah, unser Eifer ist so hoch. Ah. Da hätte ich ja gar nicht so viele Geschenke machen müssen, ich Vogeltier. Vogelkrabbe. Habt ihr alle bekehrt, ja? Sehr gut. Die alte Sau ist wieder schwanger. Er ist noch sehr flickenteppichlastig, aber es wird besser. Es wird besser. Ja komm, wir gehen mal auf ein Fest. Ein Fest machen wir mal. Und ich habe kein Interesse daran, dass hier irgendeiner mich bekehrt oder eingliedert. Höhere Höflichkeitsstandards. Und Lothringen können wir jetzt natürlich den Krieg erkennen, unsere eigenen Ansprüche durchzusetzen, aber das ist so wenig. Da führen wir jetzt so einen großen Krieg für nichts eigentlich, ne? Religionskrieg um Herzogtum wäre besser. Aber. Ja, katholische Herrscher können den Krieg beitreten. Wir schauen mal, was rauskommt. Schauen wir mal, ob die Katholiken sich alle dem anschließen. Wenn ja, verliere ich den Krieg halt. Wenn nicht, dann wird es ein einfacher Sieg. Gut, also. Das ist auf alle Fälle mal rot. Die sind aber nicht im Krieg mit mir. Aus ersten Blick hat sich mal keiner angeschlossen. Leb wohl. Das Dumme ist, ich habe ja quasi völlig nutzlos quasi jetzt hier Ansprüche fingiert, ne? Hätte ich gar nicht gebraucht. Minus 33, ich könnte kotzen. Also ich sag's euch ganz ehrlich, es gibt nichts Schlechteres als Feudale Reich. Feudale Reiche sind so unschön einfach. Unsere Ruhmstufe ist weithin bekannt. Wir haben 6000 Prestige. Ich weiß nicht, was ich mit dem ganzen Prestige noch machen soll. Will einer Prestige geschenkt? Ich verschenke Prestige.
brauche es nicht, ich will es nicht, mag es nicht. Unsere Kinder besser erziehen. Eigentlich brauche ich das nicht. Eigentlich können wir einfach wieder Theologie machen oder irgend sowas. Lange Herrschaft, feste Herrschaft. Und es ist wieder ein Sohn. Gut, er wird direkt enterbt. Komplett nutzlos. Da kommt in den Knast. So, das haben wir schon mal erobert. Oder wartet mal ganz kurz. Wir tun unsere Truppen wieder halbieren. Dass wir kurz wieder ein bisschen Ausrüstung bekommen. Perfekt. Wir gehen dann auch gleich mal dort nach Hause. Also nicht Ausrüstung, halt Nahrung, ne? Versorgungsgüter. Er ist herrisch geworden. Das ist schlecht. So, wir tun ihn mal unterrichten, trotz allem. Weil er halt dann doch ein relativ fähiges Kind ist. Können wir noch irgendwas bauen eigentlich? Nö. Die Belagerung hier dauert auch wieder ewig. So, sie ist wieder schwanger. Ja, sie wird dafür sorgen, dass unsere Dynastie groß und stark wird, wortwörtlich. Kann man so sagen. So, wir sind hier auch wieder über der Versorgungsschwelle. Dieser Provinz. Geht ihr mal dorthin. Dann gehst du mal einmal zurück. Warte mal, du gehst zurück. Der andere hat nämlich Belagerungswaffen dabei. Habe ich schon 21% Warscore. So, Truppenstärke ist fast fertig. Nahrung haben wir 60 von 100. Weißer Friede lehnen wir natürlich ab. Haben sie eh keine angeschlossen, dem Ganzen. Wir haben ein paar Gefangene. Die dürfen auch Gefangene bleiben. Mal kurz die Provinz holen. So, wir sind jetzt endlich in der nächsten Epoche. Muss ich gestehen, ich hätte nie gedacht, dass das mal passiert, aber jetzt ist es soweit. Dann machen wir als erstes wahrscheinlich mal... Was machen wir denn als erstes? Gut, Mangonell nicht. Hohe Lehnsautorität und absolute Lehnsautorität. Klingt schon mal ganz gut. Hört das eigentlich uns hier, oder? Oh. Da haben sie mich gerade ein bisschen off guard erwischt. Die Geheimnisse des Körpers erforschen. Machen wir doch mal. So, vielleicht helfen hier ein paar Blumen. Ihr haltet die Eigenschaft krank, wenn es schief läuft. Oder wenn es gut geht, einen kompletten Bildungslebenswandelvorzug. Oh, mein Sohn ist gestorben. Sie hatte nochmal einen Sohn, scheinbar. Was ist mit ihr? Warum hast du nichts an? Also, sie war krank. Ja. Sie war krank. Einen ganzen Vorzug verfügbar. Oh, ein Begelehrter könnte man mal machen, ne? Hat man so noch gar nicht so wirklich. Wir könnten eigentlich auch Ansprüche kaufen dann. Fortschritt Kulturinteresse plus 35%. Das wäre ja dann das hier. Naja, 27 Jahre nur noch. War da vielleicht auch schon mal ein Vorteil. Die Schlacht, die haben wir gewonnen. Ne, das war nicht die richtige, das war die richtige. Auch wenn wir hohe Verluste gemacht haben, hier muss ich gestehen. Aber wir haben gewonnen, das ist eben das Wichtige. Was ist denn jetzt los? Religionskrieg ist um die Grafschaft von Graubünden. Wird doch auch verarschen jetzt, oder? Das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Also scheinbar schon, aber was zur Hölle, ne? Gut, dann schicken wir mal eine Armee da runter. Und zwar die hier. Die Armee. Kümmert euch mal um Alba. Was auch immer die da unten vorhaben, das wird natürlich so nicht funktionieren. Jetzt kommen die da wieder angelatscht. Oder Runde 2 oder was? Ne, jetzt laufen die mir hinterher oder wie? Ne. Machen die denn da? Also wenn ihr mich angreifen wollt, bitte. Okay, strange. Ah, verdammt, jetzt greife ich die auch noch an da. Verschreckte Vasallen. Ja, normale Parade. Muss ich wieder alles da reinschicken, dass wir die Schlacht auch nochmal gewinnen? Haben wir die gewiped? Haben wir echt? Wow. Tatsächlich. Nee, haben wir nicht. Die haben noch überlebt. Wo sind denn die hin? Aha. Strange.
Keine Ahnung, wo die hin sind. Da ist sie ja mir jetzt. Da habe ich sie gefunden. Auf dem Rückzug ist sie. So, könnt euch wieder verkrümeln. Genau, macht das, was ihr am besten könnt. Rennt weg. Was ist hier unten los? Die haben sich auch verkrümelt. Die holen wir uns aber trotzdem. Die 2000 Mann, wir sind ja doppelt so stark quasi. Ja, aber auch wenn es eine verlustreiche Sache ist, aber... Nein, dieses Tages haben wir gewonnen. Und eine wertvolle Geisel gleich noch gefangen genommen. Hervorragend. Was macht ihr da oben? Irgendwas zurückerobern? Das sehe ich aber nicht ein. Sehr verlustreicher Krieg, muss ich gestehen. Für alle Seiten. Nicht nur für uns, auch für die. Trotzdem, die nächste Provinz haben wir jetzt dann. 74. Geht mal dort mit hin, das Ganze nochmal mit unterstützen. Und ja, du regenerierst dich hier einfach mal ganz entspannt. Was machen die denn da? Nochmal wegprügeln da die Vögel von Alba. Ah, ein paar Ablässe. Naja, abhauen, ne? Das ist mir da klar, wieder die üblichen. Aber eigentlich könnte ich die da angreifen, bevor die sich jetzt hier weiter regenerieren. Hm, okay. Ne, gewinn hier. Ja, doch. Es war mal kleine Mali, aber... Trotz dessen auch hier wieder ein Sieg. Das ist Alba, ne? Oder? Ne, das ist Alba hier. Dann holen wir uns doch einfach mal die Provinz hier selber von Alba. Holen wir uns die Boys hier auch nochmal. Runde 3. 87% Warscore. Die haben jetzt auch bald keine Männer mehr, ne? Das kommt auch nochmal dazu. Ah, die haben hier auch einige Probleme. Sehe ich gerade. Das ist nicht nur mit uns, wo die im Krieg sind. Jetzt sind wir nicht wirklich in einen XXL-Bauernaufstand reinmarschiert, oder? Ist doch ein Witz. Das gibt's doch nicht. Jetzt helfen wir denen auch noch. Aus Versehen. Jawohl, greifen mich die Nächsten an. Rennt ruhig alle rein. Ist ja okay. Noch irgendeiner, der kämpfen möchte hier. Ganzen Spinner. Krass, wie viele Schlachten ich schon gewonnen habe jetzt hier. So. Neuer Bildungslebenswandel verfügbar. Eure Mündel können zusätzliche Werte erhalten. Mehr Entwicklung in Gemeinden plus 20%. Ja, hört doch mal auf jetzt. 92%. Achso, die sind auf dem Rückzug. Wollte gerade sagen. Was passiert hier? Es geht hier echt nur um das Herzogtum von Lothringen. Ne? Das ist hier nicht irgendwie die halbe Welt oder so, weil die kämpfen hier, als ob es um Danny ihr Leben ging aktuell. Was machen die denn da oben? Lagern hier wieder irgendwas. Macht's hier mal weg. Ah, sogar mal Plus. Tschüss. So, plus 55% mit den Boys. Die dürften halt schon lang eigentlich gar keine Manpower mehr haben, ne? So, was belagert ihr? Belagert das hier. Das haben wir auch fertig belagert. Wie viel Nahrung haben wir denn hier noch? Ah, ein bisschen. 55 auch noch. Von 300. Aber eigentlich müssten wir jetzt bald fertig sein. Mystisches Wissen. Schau mal, ob wir da eventuell was Gutes rausbekommen. Ihr halt ein weiser Mann. Hervorragend. So viel Glück muss man auch erstmal haben, dass man ein weiser Mann wird. Wir haben 100% endlich. Dankeschön. Für das komplette Herzogtum hier. Es fehlt uns aber immer noch Aachen. Das fehlt uns leider noch. Den Titel schon mal schaffen. Tun wir direkt vergeben. An meinen Bruder. Eine Jagd veranstalten. Unsere Truppen kann ich noch nicht auflösen. Jetzt haben wir noch einen Krieg. Auch noch einen Folgekrieg quasi. Und zwar mit denen. Da schieben wir kurz mal dorthin. Tun wir die gleich wegprügeln. Das hier unten schon mal zurückerobern. Minus 25. Money, money. Das ist nicht so gut. Wird dazu sorgen, dass wir dann bald in die Privatinsolvenz schlittern. Was wird denn das hier? Macht die mal weg jetzt. Kann doch nicht sein. Ein neuer Sohn wurde geboren. Wir sind schon 26. Ja, wir lassen ihn mal. Wir müssen mal abwarten. Weil es halt besser wäre, immer nur einen Sohn zu haben. Ich möchte ihn nur sehr ungern enterben.
Aber ich muss ihn enterben. Es ist einfach zu wenig Altersunterschied, das ist das Problem. Er ist einfach zu alt nachher. Wir brauchen ein Kind. Also, auch dass mein aktueller Erbe der Erbe bleibt, ist jetzt auch nicht so wahrscheinlich, ne? Sag ich euch auch gleich mal. Belagert ihr das oder warum nicht? Irgendwie nicht aus irgendwelchen Gründen. Ah, da ist die feindliche Armee, aber die wollen aber nicht zu mir marschieren, oder? Kann ich denn das hier nicht belagern? Die marschiert auf alle Fälle mal mit nach unten. Ne, die wollen mich da einfach nur belagern jetzt hat. Könnt ihr dorthin gehen? Jetzt geht's. Komisch. So, dann fangen wir die mal ab, wo auch immer die hinmarschieren gerade. Also sowohl Alba als auch Lothringen haben Kriegsgründe, die sie nicht durchsetzen können. Die alte ist schon wieder schwanger, also auch mal mit dem Schwan hier. So, unsere billige kleine Mini-Armee. Weil ob die gewinnen oder nicht, ist mir wurscht. Das sind einfach nur die billigsten Bauern, die ich habe. Und die gewinnen trotzdem. So, Alba ist vorbei. Die können wir kurz Frieden erzwingen. Da sind die aus der Schlacht nämlich raus. Die andere Armee ist dann direkt weg, interessanterweise. Dann brauchen wir jetzt eigentlich noch eine einzige Provinz. Wir brauchen nur noch Aachen. Und die machen wir auch kurz weg hier. 650. Wir machen jetzt ja wieder minus 30 in der Zwischenzeit. Holala. So, 70%. Sobald die Hauptstadt gefallen ist, müssen wir eh 100% haben. Dann ist dieser Krieg ebenfalls vorbei. Und es ist noch ein Sohn. Perfekt. Perfecto, perfecto. Enterbo. So, ihr haltet ein Geheimnis. Ihr habt 100 Frömmigkeit eingesetzt. Kein Interesse. Kriegen wir jetzt die Hauptstadt? Jupp. Hm. Ja, die Provinzen hier brauchen wir auch noch. Eine Trier brauchen wir noch. Trier, Aachen. Das hier, das ist... Ah, ja, müssen wir mal gucken. So. Mein Rival ist gestorben. Wir haben halt nur plus 20, plus 21. Plus 21, 1. Das ist nicht so viel, ne? Vor allem, wir haben fast genauso viel Prestige plus, wie wir Geld erhalten. Das ist halt schon ein Witz eigentlich. Schaust du mit den... Ja, es dauert ewig halt, ne? Das wird ewig dauern, bis wir werden niemals aufholen. Das kommt auch mal damit dazu, wir werden niemals aufholen. Und auch sonst, so sieht es nicht so gut aus, was die Innovation angeht. Wir hätten einfach ein Stamm bleiben sollen. Aber ich habe es mir zum Ziel gemacht, dass wir neufeudal werden. Deswegen habe ich es jetzt hier gemacht. Auch wenn ich damit nicht so zufrieden bin. Aber ist ja egal. So, haben wir nochmal jede Menge Gefangene. Die tun wir nochmal alle verticken. Bisschen Geld. Denn Geld regierte auch schon damals die Welt. So, Dankeschön für mehr Meinung. Rechtmäßigen Lehnsherren, bitteschön. Nochmal 100, 100 da, 100 da. Du auch nochmal 50, perfekt. Jetzt haben wir wieder 1658, ging jetzt doch wieder relativ schnell. Mein Ratskanzler ist noch gestorben, das können wir aber ändern. Aber warum magst du uns so wenig? Du hast einen falschen Glauben, ne? Gucken wir mal, dass wir die höchste Stufe noch erreichen. Wo ich an der Stelle sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und wir sehen uns vielleicht zur letzten, nächsten Folge oder auch nicht. Müssen wir mal gucken. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss. Wir sind ja nicht besetzt von Nördlingen. Die gehören aber nicht zu mir zufällig, oder? Nördlingen? Nördlingen? Naja, schau mal. Ne?